Ermittler haben den Flugschreiber eines im Oktober vergangenen Jahres abgestürzten Flugzeugs nahe der indonesischen Küste gefunden. Sie konnten ein schwaches Signal orten, das von der Box ausgesendet wird. Die Behörden erhoffen sich Erkenntnisse über den Unfallhergang. Die praktisch fabrikneue Maschine der Linie Lion Air war kurz nach dem Start ins Meer gestürzt. Alle 189 Menschen an Bord kamen ums Leben. Es wird vermutet, dass ein fehlgeleitetes automatisches System gegen Strömungsabrisse sowie Pilotenfehler den Unfall verursacht haben. Der Absturz war der erste einer Boeing 737 MAX.